Lied von Ampefee, Holler, Jau, blüht die schönste Blüte auf dem Feld. Und ich sitze in den Schnee, Holler, Jau, so, so weiß wie nirgends auf der Welt. Und die Burschen sind so frisch, Holler, Jau, wie im Morgentau der grüne Klee. Und die Pferde sind so süß und so treu dabei, und das ganze Jahr suchen sie nach Heu. Wenn ich das nächste Mal wieder fesseln gehe, dann nur in der Nähe vom Ampelsee. Stalking. Rechtliche, kriminologische Aspekte. Was ist das? Hier gibt es sogar Zahlen. Naja, nicht unerwartet. 15% der Frauen, 4% der Männer. Und? Was soll ich sagen? Das ist einfach verschieden. Also wir bewegen uns hier im Bereich der Physik. Wenn ich da im Bereich der Mathematik. Also, bin ich gefangen oder bin ich nicht gefangen? Ist eine Sache der Physik. Das Strafen. Also hier sehen wir ein paar Paragraphen, die Sie sicherlich nur auswendig kennen. Oder Herr Schmiegel. Oder? Okay. Sehr gut. Herr Brauchmann, Paragraph 123. Anwesend. Gut, sehr gut, sehr gut. Fortfahren. Herr Sander. Kamera ist heil, keine Sachbeschädigung. Okay, sehr gut. Beleidigung. Wen haben wir da als Fachmann? Nötigung. Okay, haben wir jemanden hier. Bedrohung. Aha. Herr Schmidtbauer, Bedrohung. Was? Ich hab's mir gleich gedacht, Sie hören wieder nicht zu. Nachstellung. Körperverletzungsdelikte, na das auch schon mal schnell. Das geht auch gleich wieder über Tötungsdelikte, so weit sind wir noch nicht. Wirksamkeit des Strafgesetzbuches. Also man sieht ja Bremen, den Bund, aber was ist die Realität? Das fragen sich die Bremer häufig. Hier werden wieder ein paar Paragraphen aufgeführt, die Sie sicherlich alle kennen, oder? Herr Nagel, ja. Was hätte er eben geschwatzt? Ja. Oh, ja. Ja. Das ist schon bekannt. Ja. Ah, so. Also wenn Sie die Klausur bestehen wollen, eignen Sie sich dieses bitte im Detail an. Im Detail. Verstehen Sie im Detail? Das heißt, am besten alle Quellen herunterladen, lesen, auswendig lernen, lesen, auswendig lernen, lesen, auswendig lernen. Vielen Dank.